Dietmar Kruß, Sie sind von der Sparkasse Duisburg und zwar vom Private Banking und Sie kennen sich mit Aktien aus. Ja, ein wenig. Und jetzt haben wir ja das Planspiel Börse 2011 vor der Tür. Mhm. Jetzt erklären Sie uns doch einfach mal als allererstes, was sind Aktien, was bedeutet Aktienhandel? Ja. Also Aktien sind grundsätzlich Beteiligung an Unternehmen. Das heißt, anders als bei zum Beispiel einem festverzinslichen Wertpapier, wo man einem sein Geld leiht, das wiederbekommt und dafür einen Ersatz bekommt, nämlich in Form von Zinsen, ist eine Aktie ein Wertpapier, wo ich mich beteilige an einem Unternehmen. Das heißt, ich kaufe ein Stück von einem Unternehmen, beispielsweise Volkswagen. Und dann bin ich Miteigentümer mit einer großen Zahl von anderen Anlegern und mir gehört dann ein Stück von Volkswagen. Und mit diesen Aktien wird dann gehandelt. Was ist da zu beachten oder beziehungsweise wie funktioniert das? Der Handel findet im Normalfall über die Börse statt. Das heißt, das ist ein geregelter Markt, der auch beaufsichtigt wird. Hat den großen Vorteil, dass da auch der Staat drüber schaut und dieser Kurs, der sich da bildet, dementsprechend auch ein fairer Kurs ist. Und der Handel ist immer dann sinnvoll, wenn ich irgendwo Aktien kaufen möchte oder wenn ich beispielsweise Aktien verkaufen möchte. Viele Anleger sehen das aber als Langfristanlage, das heißt, die kaufen einmal und dann ist die Börse eigentlich für die zweitrangig. Wie entscheidet denn ein Schüler jetzt, der also ich sag mal erfahrungsgemäß mit dem Aktiengeschäft noch nicht so viel zu tun gehabt hat, darüber, welche Aktien lukrativ sind und welche weniger lukrativ sind? Das ist häufig auch Bauchgefühl. Richtig zu sagen, die Aktie lohnt sich oder die lohnt sich nicht, das sehen wir jeden Tag, dass es mindestens genauso viele Leute gibt, die sagen, die Aktie steigt, wie die Aktie fällt, weil sonst würde kein Handel zustande kommen. Also von daher muss es jeden Tag genauso viel positive wie negative Meinungen geben. Ein Planspiel Börse ist ja relativ kurzfristig, ist ja nicht über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut. Das heißt, über den Weg guckt man auch so ein bisschen nach spekulativen Werten sicherlich, aber sinnvollerweise sind auch Werte interessant, die eine gewisse ethische oder nachhaltige Grundlage haben. Unternehmen, die gewissen Regeln sich selber nicht unterwerfen, als Beispiel mal BP genannt, sind relativ schnell auch in Misskredit der Anleger geraten, mit entsprechenden Kursverlusten dann auch. Während Unternehmen, die sagen, wir wollen eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern, wir achten gewisse Standards, was zum Beispiel Umweltstandards, was soziale und ethische Standards angeht, die werden von Anlegern eher favorisiert und die werden dann auch häufig im Kurs steigen, weil die Nachfrage steigt. Jetzt ist ja beim Planspiel Börse gerade diese Verstetigung oder die Nachhaltigkeit einer der Aspekte, die neu eingeführt worden sind. Worauf achtet man da? Wie bewertet man eine Firma, ob sie jetzt nachhaltig ist oder nicht nachhaltig? Das ist sehr schwierig, weil die großen Konzerne haben ja nicht nur ein Geschäftsfeld, sondern die haben sehr viele und die lassen natürlich auch vielfach Teile ihrer Waren produzieren in anderen Ländern. Und da zu sehen, zu sagen, wird Kinderarbeit da als Positives oder wird das als Ausbeutung gesehen, als Beispiel mal, ist natürlich für einen Privatmenschen sehr, sehr schwierig. Das kriegt man eigentlich kaum hin. Von daher ist man auf die Presse angewiesen, ist man auf Ratingagenturen angewiesen, die einfach auch da mal den tieferen Blick wagen können, was man als Privatmensch normalerweise nicht machen kann. Jetzt ist die Börse ja des Öfteren zwischendurch mal in ganz schrecklichem Verruf. Aufgrund von Spekulationen, aufgrund von Sachen, die nicht ganz durchschaubar sind, aufgrund von Finanzkrisen, die wir ja noch gar nicht so lange in Erinnerung haben. Jetzt die Frage, ist die Börse besser als ihr Ruf? Die Börse ist grundsätzlich besser als ihr Ruf, weil es die einzige Möglichkeit für Unternehmen ist, systematisch auch Ideen anzubieten und dafür Geld einzusammeln. Weil vielfach ist es so, dass wenn ich die Idee habe, eine tolle neue Idee und möchte expandieren, nehmen wir das Beispiel Apple. Apple war vor nicht allzu langer Zeit ein Unternehmen, was ein Sanierungsfall war. Dann kam eine neue Unternehmensphilosophie, es kamen neue Produkte und man wollte expandieren. Das heißt, als Unternehmen bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich große Geldmengen kriege, um diese Möglichkeiten einfach zu nutzen. Und in dem Augenblick ist die Börse sehr gut und besser als ihr Ruf auch. Problematisch wird es dann, wenn solche wirtschaftlichen Entwicklungen völlig außer Acht bleiben. Wenn es nur noch um den schnellen Euro geht, wo es um Zocken geht, dann ist eine Börse sicherlich nicht besonders gut und eigentlich auch nicht das, was die Marktteilnehmer langfristig eigentlich wollen. Denn eine planbare Börse, wenn ich ein gutes Unternehmen habe, was eine
gute Produktpolitik betreibt, was eine nachhaltige Strategie hat und wo man von ausgehen kann, dass die in den nächsten Jahren weiter wachsen. Das ist eigentlich das, was eine Börse ausmachen sollte. Jetzt die abschließende Frage, wenn Sie jetzt, ich meine, Sie sind Profi, ist vielleicht schwierig, das für Sie sich vorzustellen, aber wenn Sie jetzt in die Situation kommen, in der die Schüler sich jetzt befinden, können Sie vielleicht so einen Tipp geben, wie können die sich am ehesten orientieren, um vielleicht am schnellsten Erfolg zu haben? Zum einen sollten Sie gucken, dass Sie ein bisschen streuen, weil in dem Augenblick, wo ich auf eine Aktie setze und die geht runter, habe ich es enorm schwer, diesen Verlust aufzuholen. Von daher macht es Sinn, auch durchaus zu streuen. Und dann einfach auch danach zu gucken, wo ist denn so der Ertrag in der Zukunft? Wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ich im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr Erträge erziele? Ein Beispiel, eine Aktie im Energiebereich, hier E.ON oder RWE, ist durch die politische Diskussion, haben die enorme Schwierigkeiten. Die Kurse sind runtergegangen. Das heißt, da ist ein gewisses Marktpotenzial natürlich nur noch begrenzter möglich. Es sei denn, die Politik ändert ihre Meinung. Davon ist aber aktuell nicht auszugehen. Das heißt, da sind irgendwelche Aufwärtsbewegungen, zumindest drastische, eher unwahrscheinlicher dann auch. Während andere Unternehmen da vielleicht eher von profitieren können. Okay, und jetzt als allerletztes möchte ich einen Tipp von Ihnen. Was würden Sie jetzt spontan kaufen? Ich würde heute breit einsteigen. Ich würde heute das Thema Rohstoffe einkaufen. Ich würde das Thema, das was man Emerging Markets nennt, also Schwellenländer. Ich favorisiere Asien, China, Indonesien, Korea. Ich würde favorisieren das Thema Brasilien. Also im Prinzip Länder, die auf dem Sprung sind, Entwicklungsländer zu werden. Von den Entwicklungsländern weg zu Industrienationen. So. Also diese Tigerstaaten. Diese Tigerstaaten. Ich glaube, dass da noch das Wachstum am größten ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man damit Geld verdient für die Zukunft deutlich besser ist. Herr Kruse, vielen Dank. Sehr gerne.